Ja, hallo mit oh, liebe Nördlinge. Der März ist auch fast schon wieder rum und deswegen wird es Zeit für den nächsten Comic-Call. Und jetzt werdet ihr sehen, was ich so alles dazu bekommen habe. I am Nerd. Wir starten mit einem Rezensionsexemplar von CrossCult, nämlich Vinyl. Da hatten wir ja letztens schon Plastik, auch so ein irrer Serienmörder, der da irgendwie rumgegangen ist. Und hier wieder eine ähnliche Thematik, aber noch abgefahrener, noch blutiger. Ich fand's richtig cool. Ich habe es auch direkt gelesen. Und da werde ich auf jeden Fall noch ein Video zu machen, natürlich, für dieses Rezensionsexemplar. Ich kann nur sagen, richtig geiles Ding. Und natürlich vielen lieben Dank an dieser Stelle für dieses Rezensionsexemplar. Legen wir los mit den neuen selbst gekauften Sachen. Da hätten wir Spider-Man 20, ja, immer noch von Zeb Wells geschrieben. Dan Slott war aber auch irgendwie mitbeteiligt. Cover von John Romita Jr., wobei es hier eigentlich geht. 8,99 € die Sonderhochzeitsausgabe. Ja, Randy Robertson, Peters Freund und Mitbewohner, der heiratet ja die Tochter von Tombstone oder möchte die heiraten. Ja, und hier geht es natürlich auch ein bisschen rum, ist deshalb auch etwas dicker. Ja, 8,99 €, wie gesagt. Dann habe ich zufällig noch was für eine kleine Lücke gefunden, nämlich Deadpool Team Up Nummer 6. Ja, das ist der Deadpool-Sonderband Nummer 6 mit Deadpool Team Up 2. Das sind insgesamt 7 Sonderbände. Die hatte ich auch alle, bis auf den 6. eben. Ja, den 7. habe ich auch schon gefunden. Und deswegen habe ich den jetzt halt mal mitgenommen, weil der zufällig im Comicladen rumstand und der mir halt noch fehlte. Der kostete 16,99 €. Und dann kam die erste Deluxe-Ausgabe vom Punisher, ja, von Greg Rucka. Das ist der Run, der mir quasi jetzt noch von den modernen fehlte. Und da bin ich deshalb ganz glücklich, dass da die Deluxe-Ausgabe kam. Ich habe den ersten Band natürlich auch schon gelesen und warte jetzt händeringend quasi auf den nächsten Band. Bin mal gespannt, wann der kommt. Dann habe ich es auf jeden Fall recht komplett. Der kostet 39 €. Weiter geht's mit Batman Nummer 83 mit dem Night Terrors Tie-In. Und diesen Drecks-Sammelkarten, der kostete 6,99 €. Habe ich natürlich noch nicht gelesen. Und zu Batman Night Terrors gibt es auch das zweite Heft für 6,99 €. Zum Jeremy Adams Flash Run haben wir Band 6 und der kostete 17 €. Dann konnte ich noch einige Lücken schließen, was die New 52 angeht und auch noch andere Reihen. Das werdet ihr aber gleich sehen. Ich habe aber tatsächlich auch noch ein paar Sachen neu gefunden im Comicladen zum Beispiel. Da hätten wir den hier, Justice League United. Da kommt aber gleich auch noch der Rest. Ja, das ist Band 1 von 3. Das zeige ich euch gleich noch und der kostet 14,99 €. Dann gab es ja die beiden Reihen zu Batman und Superman und Superman und Wonder Woman. Und da sind die Abschlussheftchen in diesem Special enthalten, nämlich Batman, Superman und Wonder Woman. Ja, da ist dann alles drinne, was da das Ganze noch beendet. Und das kostete 16,99 €. Und da ich mit den anderen, die sind jetzt durch, das heißt, das Special, das kommt auch bald dran. Ja, ich bin ja jetzt endlich fast fertig mit der New 52 und dann kann ich das Thema auch ad acta legen. Vielleicht habt ihr das auf Instagram ja schon gesehen. Ich habe ja die New 52 Batwoman-Reihe geschossen. Und da gab es noch einen Band vorher, quasi der als DC Premium, glaube ich, erschienen ist und der hieß Das Klagelied der Fledermaus. Ja, der ist nochmal neu aufgelegt worden und die Neuauflage habe ich mir gekauft. Die kostete 20 €. Ja, und damit habe ich quasi die erste Geschichte vom gleichen Team, was dann eben auch die New 52-Reihe gemacht hat. Hier, Greg Rucka ist hier mit da dran und J.H. Williams, der Dritte. Und der hat ja dann da auch noch weitergemacht. Von daher muss ich den auch noch mal haben. Das Ding ist folgendes. Das Teil hat mir der gute Marcel, von dem ich auch die Batwoman New 52 Sachen gekauft habe, mit dazugelegt. Das ist jetzt der englische Band. Da ich natürlich ungern Englisch lese, also ist nicht so, dass ich es nicht kann, aber ich möchte es halt einfach nicht, weil ich eben Deutsch kaufen möchte. Hatte ich, glaube ich, schon das ein ums andere Mal erwähnt. Hat er mir das freundlicherweise noch mit dazugelegt. Und ja, ich habe aber, wie gerade gezeigt, den deutschen Band. Und deswegen, wenn ihr jetzt gerade zuschaut und das jemand haben möchte, würde ich das gerne weiter verschenken. Dann kann das jemand haben, der das gebrauchen kann.
Ja, ist halt die englische Version im gleichen Look. Ja, also ist quasi das gleiche Teil. Es wirkt ein bisschen dünner, weil das Papier etwas dünner ist. Wer es haben möchte, schreibt mir am besten auf Instagram eine kurze Nachricht und wer zuerst kommt, malt zuerst. So, und zuletzt vom Splitter Verlag, aber nicht Marvel und DC, weil es ja inzwischen bei einem anderen Verlag angekommen ist, ist Conan der Barbar, der erste neue Band, der bei Heroic Signatures erscheint. Ich habe keine Ahnung, kenne ich gar nicht den Verlag. Ich habe gedacht, der wäre auch bei Titan, aber das sind dann wohl andere Dinge. Oder das ist ein Unterverlag, ich weiß es nicht. Kostet jedenfalls 15 Euro, habe ich noch nicht reingeschaut, bin ich aber sehr gespannt drauf. Bei CrossCult ist jetzt nach langer Zeit endlich der hier erschienen, nämlich Once and Future Band 5. Ja, das hat ein bisschen gedauert, bis er jetzt rauskam. Und der kostet 22 Euro und da muss ich diese Sagengeschichte auch endlich mal weiterlesen. Weil das ist auf jeden Fall aus dem CrossCult-Bereich einer meiner Favoriten. Dann hatte ich ja Black Hammer nachgeholt, zumindest die Sachen, die ich noch hatte, ja, auf dem Lesestapel auch. Und da habe ich die Visions 1 gelesen und jetzt habe ich natürlich mir noch Black Hammer Visions 2 gekauft, um dann da weiterzumachen. Das ist der zweite Band, ja, da kommt, glaube ich, auch kein weiterer. Der kostet 19,80 Euro und damit fehlt mir dann jetzt gar nicht mehr so viel von Black Hammer. Aber sind schon noch ein paar Ausgaben. Und was auch frisch rausgekommen ist, ist mein Freund Dama von Dörf Backdörf, also ist auch ein mega Name, der mit Jeffrey Dama wohl zur Schule gegangen ist und seine Erlebnisse da und Erinnerungen hier in diesem Comic verwurstet hat. Den wollte ich dann natürlich auch direkt haben, weil ich meine, Serienmörder ist immer interessant. Die Netflix-Reihe war auch ziemlich gut. Und ich habe ja zuletzt auch, hast du schon gehört, nee, schon gehört, was Ed Gein getan hat oder gemacht hat. Weiß ich jetzt gerade nicht. Hatte ich auch erst gelesen und deswegen habe ich die dann auch natürlich direkt mitgenommen. Und der kostet 29,80 Euro. Und jetzt muss ich natürlich ein Geständnis machen. Für die Leute, die mich nicht regelmäßig auf Instagram verfolgen, sondern eher hier meine Holz gucken. Ich bin, was Gebrauchtkäufe angeht, diesen Monat etwas eskaliert. Also nicht so eskaliert wie noch im letzten Jahr, aber ich habe deutlich mehr gekauft, als ich eigentlich vorhatte. Ja, ihr habt jetzt gerade schon ein, zwei Sachen gesehen, die ich neu gekauft habe noch, um eben die New 52 noch mal weiter zu vervollständigen. Ja, und da sind halt noch ein paar Sachen gewesen, die ich dann auch noch mitgenommen habe. Ich hatte ja gerade schon Justice League United, den ersten Band, und da habe ich auch noch Band 2 und Band 3, damit ich die vollständig habe. Und dann habe ich zufällig auch noch Justice League International 1 und 2 gefunden. Ja, die ja beide auch damit reingehören. Mehr sind es ja auch nicht. Da haben wir dann Booster Gold und sowas noch mit dabei. Fire und Ice. Das ist ja auf die Justice League bezieht sich ja auch oder beziehen sich ja auch die beiden Human Target Bände, ja, wo so die Justice League hahaha irgendwie angesprochen wird. Und das sind die Kollegen hier. Also da ist ja die schlimmste Truppe, die man irgendwie zusammenstellen konnte, ist hier vertreten. Ja, Guy Gardner sehen wir, Booster Gold, Fire and Ice haben wir da. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer der Rest da ist. Auf jeden Fall habe ich mir die jetzt dann halt auch geholt, der Vollständigkeit halber. Und werde die dann auch demnächst mal lesen. So, dann hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass der liebe Marcel mich angeschrieben hat und mir ein paar Sachen angeboten hat. Eigentlich hat er mir was ganz anderes angeboten, nämlich Manga. Was sagt er? Du liest doch auch Manga. Wäre das hier nicht was für dich? Und da hatte ich mir das angeguckt. Es wäre interessant gewesen, aber da konnte ich noch widerstehen und sagen: Na, nee, lieber nicht. Ist zwar an sich eine coole Sache, aber habe ich jetzt halt nicht so bei mir oben auf der Liste stehen. Und dann fing er dann an: Ja, er wird ja auch noch Sachen von DC verkaufen, ne, und wird die mal so langsam irgendwie bei eBay reinstellen. Da sage ich: Was hast du denn da? Und das war dann der Fehler, den ich gemacht habe, weil er hatte nämlich dann unter anderem eben Batwoman, die komplette New 52-Reihe.
Na, und die habe ich dann mitgenommen. Ich kann mal eben hier die Cover zeigen, weil die optisch nämlich und grafisch, sage ich mal, schon nicht schlecht ist. Schon ziemlich nice. Ja, und das ist eben das, was das Klagelied der Fledermaus weiter fortsetzt. Na komm. Und der letzte ist die Finalausgabe. Da konnte ich dann jetzt natürlich nicht unbedingt Nein sagen, um das mitzunehmen. Deshalb habe ich dann auch gleich noch was anderes gefunden, was er mir angeboten hat. Nämlich das Ding hier. Gotham Central von Brubaker und Rooker auch. Und zwar auch die komplette Reihe. Ja, mit 6 Bänden. Und ich sag mal so, das fand ich auch sehr interessant. Ne, weil die Reihe, die kriegt man auch nicht so einfach. Von daher war das schon ein klasse Angebot, was er mir da gemacht hat. Ja, was dazu geführt hat, zeige ich jetzt auch gleich noch, wenn ich hier den letzten Band einmal in die Kamera gehalten habe. Nämlich diese Heftreihe hier. Superman Birthright, da sagte er, die suchst du doch noch. Ne? Und dann sind wir halt darüber, sind wir dann halt quasi auch auf die anderen DC-Sachen gekommen. Ja, und da hatte er die 6 Hefte, die er da abgeben wollte. So. Freund oder Feind? So, weil das war etwas, was ich von Superman halt auch noch haben wollte. Und da hat er mir für alles zusammen einen wirklich guten Preis gemacht, so dass ich gedacht habe, wenn du das jetzt nicht machst, dann ist natürlich auch wieder doof. Und damit habe ich halt noch mal riesengroße Lücken geschlossen, so dass jetzt eigentlich fast wirklich nicht mehr viel überbleibt, was ich noch haben müsste. Also was ältere Sachen angeht, natürlich ist noch einiges offen, aber damit habe ich schon mal wieder ein paar wichtige Dinge abgeschlossen. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen gefunden. Das ist nämlich immer noch nicht alles. Ja, da ich jetzt am Ende der New 52 bin, kamen dann eben auch noch mal ein paar rein, die ich zwar schon mal irgendwie auf dem Schirm hatte, die ich auch unter Beobachtung habe, aber die für mich irgendwie nicht so akut waren, weil es halt so eher so Mini-Reihen waren. Aber dann ist mir jetzt durch die Lesereihenfolge halt aufgefallen, dass sie jetzt halt doch wichtig sind und die haben halt auch immer so kleine Crossover zu den anderen Reihen. Und deswegen habe ich da jetzt nochmal geschaut und habe die zufällig auch wirklich günstig bekommen. Wir haben ja zum Beispiel We Are Robin 1 und auch Band 2. Ja, den ersten habe ich schon gelesen, der zweite, der müsste jetzt auch demnächst irgendwann drankommen. Die habe ich glücklicherweise gefunden und die sind jetzt dann in der letzten Woche auch angekommen bei mir, sodass ich dann da direkt weiterlesen konnte. Da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr glücklich mit, obwohl der erste Band, der war so, der ging so, fand ich. Ne? Ist von Lee Bermejo geschrieben, der ja sonst eigentlich eher zeichnet und für sehr tolle Zeichnungen bekannt ist. Und Jorge Corona oder Jorge Corona zeichnet hier. Und das ist so ein bisschen ungewöhnlich, der Stil, sag ich mal, wie der hier in den Bänden ist. Aber auf jeden Fall habe ich die beiden jetzt und habe damit dann auch schon mal die erste Robin-Lücke geschlossen. Dann hatte ich ja noch den Robin War gesucht. Da habe ich eine Story zugemacht auf Instagram. Ja, wo ich gesagt habe, hat den jemand, möchte den jemand abgeben? Und da habe ich doch glücklicherweise eine Nachricht bekommen und habe die beiden Bände auch direkt erhalten. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und lieben Dank dafür dann nochmal an den netten Michel. Ja, und wenn man bei Kleinanzeigen dann nach Robin sucht, dann muss man natürlich, wenn man ja gerade irgendwie nicht noch großartig was kaufen will, auf eine andere Reihe stoßen, die jetzt mit der New 52 so überhaupt nichts zu tun hat, aber die man auch verdammt schwierig kriegt, nämlich Red Robin. Da habe ich auch für einen echt guten Preis diese 6 Bände bekommen, ja, das ist die komplette Reihe, die auch noch mal an einer anderen Stelle wichtig wird, die ich auch noch mal gleich zeigen werde. Ja, aber also da habe ich auch schon so oft nachgesucht und nie gefunden. Und jetzt suche ich nicht danach, sondern suche nur nach Robin
Und was ist? Da ist die dann auch für einen Preis da. Also, ja, sorry, also wenn man das nicht macht, dann ist das halt auch ein bisschen doof. Muss man mal ganz ehrlich sagen. So, das sind die 6 Bände. Und damit habe ich die auch komplett. Und damit habe ich eigentlich fast alle Robin-Lücken ja auch irgendwie geschlossen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob dann noch so viel mehr erschienen ist. Wahrscheinlich nochmal so bei 100% DC oder sowas. Oder DC Premium gibt es das eine oder andere. Da habe ich aber auch halt schon einiges. Ja, aber das waren jetzt halt 3 richtig wichtige Lücken für mich, so dass ich die jetzt mitgenommen habe. Das heißt, ich muss mich halt nie wieder darum kümmern, die zu bekommen. Also das ist schön. Und die anderen Red Robin Sachen, die kann ich mir jetzt halt auch bald mal lesen. Dann kommen jetzt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich auch noch mitgenommen hatte, Anfang des Monats schon, weil das jetzt halt nicht so wild war. Ich hatte ja noch im letzten Haul gesagt, dass ich auf ein Flash-Heft noch warte. Ja, DC präsentiert 15. Das heißt, das war das letzte Ding, was mir zu Flash noch fehlte. Und damit bin ich dann jetzt halt eben auch komplett. Und deswegen hatte ich den auch gekauft. Der war jetzt nicht unbedingt günstig in dem Sinne. Der hat halt mit Versandkosten auch ungefähr den Neupreis gekostet. Aber es ist die letzte Flash-Lücke gewesen. Also deswegen habe ich den einfach jetzt mitgenommen. Und ja, den werde ich jetzt halt auch lesen und kann dann Flash nochmal die Monster-Edition und die Sonderbände und eben dann halt auch die 100% DC-Sachen lesen und habe dann zu Flash alles gelesen, was irgendwie ab Dino rausgekommen ist. Und dann bin ich da schon mal sehr glücklich mit. Auf dem Flohmarkt habe ich dann auch noch ein paar Sachen ergattert, recht günstig für 5 Euro irgendwie das Stück. 100% DC, Supergirl, ja, Rollenspiele und wahre Stärke. Das ist quasi Band 1 und Band 2 der Supergirl-Reihe. Ja, das ist 100% DC 3 und 7. Und dann gibt es aber noch einige weitere, aber jetzt kann ich ja zumindest schon mal damit anfangen und mir die dann so nach und nach vielleicht irgendwann nochmal zusammensuchen. Habe ich aber jetzt auch nur mitgenommen, weil die echt so günstig da lagen. Von daher war das okay. Das war jetzt nicht unbedingt ein geplanter Kauf oder etwas, was ich in meiner Liste großartig gehabt hätte. Aber dann habe ich die mitgenommen. Ebenfalls lagen da auch zum gleichen Preis dann Wonder Woman, Batman, Hiketea. Den habe ich einfach mal so mitgenommen. Ich weiß überhaupt gar nicht, was mich da erwartet. Es ist aber Greg Rucka und der ist ja schon gut. Da ist auf jeden Fall eine Mini-Reihe drin. Mal schauen, was die kann. Aber für 5 Euro meckert man da nicht unbedingt, ne? Und der letzte Band, den ich da ergriffen habe, Suicide Squad, Jagd auf Harley Quinn. Ja, da, das Ding hatte ich auch noch nicht. Und es ist eine abgeschlossene Story da drin. Da habe ich gedacht, dann nimmst du die auch mal mit. Machst du nicht so viel verkehrt mit. So, und das, wo ich eigentlich am glücklichsten drüber bin, dass ich es jetzt habe, weil es mir halt auch eine große, ich will nicht Last sagen, aber eine große Lücke oder etwas, was ich jetzt wirklich noch haben wollte, abgenommen hat, nämlich von Batman, ist jetzt endlich die 2005er Reihe, ja, die Heftreihe von Batman mit den 24 Heften, wo ich dann auch mit den Sonderbänden und so loslegen kann und den ganzen Superman-Batman-Sachen oder Batman-Superman-Sachen, die ich da auch im letzten Jahr gekauft habe. Die sind alle recht dick. Die haben, glaube ich, alle 100 Seiten. Das ist schon ziemlich fett für so ein Heft. Deswegen sind die auch, glaube ich, etwas teurer gewesen. Obwohl 5,95 Euro damals war ja schon einiges. Ne? Aber hier sieht man halt jeden Monat die große Flatter auf 100 Seiten. Deshalb ist das Ganze, ist der Stapel auch so dick. Obwohl das nur 24 Hefte sind. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die unbedingt dann in meine Shortbox kriegen soll. Weil ich habe gedacht, da so ein bisschen Platz ist da noch. Da passen bestimmt noch 24 Hefte rein. Da, wo ich eben die 2007er Reihe drin habe. Oder 2008, wo die hier gestartet ist. Ich gucke gerade mal. Ja, 2007 ist das gewesen. Ja, und eben die 6 Hefte Batman, die neuen Abenteuer, wo die Hush-Story drin ist.
Ja, und hier haben wir ja Kehrt Hasch dann auch zurück. Ich zeige die jetzt nicht alle. Aber es läuft dann halt hinterher auf die Under the Red Hood Story hinaus, ja, wo dann Jason quasi als Red Hood dann wieder da ist und erstmal ein bisschen Probleme macht. Und die ist ja da hinten drin. Allerdings werde ich mir wahrscheinlich trotzdem noch den Deluxe-Band kaufen, weil da noch so ein paar weitere Sachen drin sind, die jetzt in den Heften, glaube ich, nicht drin sind. Das muss ich aber nochmal abgleichen. Das ist auf jeden Fall was, was ich dann dennoch mitnehmen werde. Ja, und damit bin ich jetzt auf jeden Fall glücklich, was Batman angeht. Und ich lege es aktuell eigentlich überhaupt nicht drauf an, dann auch noch so die Dino-Sachen oder die davor jetzt sind, zu kaufen. Ja, weil Dino brauche ich eigentlich nicht so richtig, ne? Ich habe halt die ganzen Bände zu Das Beben auf dem Weg ins Niemandsland und Niemandsland. Da habe ich die Paperbacks und da ist ja eigentlich auch noch mehr drin. Von daher weiß ich nicht, ob ich das überhaupt brauche. Mal schauen. Also das wird auf jeden Fall, wenn dann ein Projekt, wenn mein Lesestapel abgebaut ist, dann kann ich mir das mal überlegen, ob ich dann vielleicht noch sag, so, dann holst du dir jetzt noch die weiteren Batman-Sachen. Aber hiermit bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Das habe ich ja schon immer gesagt, ne, dass ich da dann erstmal ab da lesen werde. Das werde ich wahrscheinlich in meinen Superman-Read einbinden. Und dann bin ich da auch echt glücklich mit, dass ich die jetzt habe, weil das auf jeden Fall noch ein wichtiger Stapel war und die habe ich auch zu einem sehr ordentlichen Preis bekommen. Ja, da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Dann habe ich hier noch zwei Sachen, die ich eigentlich gar nicht gekauft habe, sondern die mir freundlicherweise so als kleine Überraschung nochmal zu den gekauften Sachen dazu gelegt wurden. Nämlich unter anderem das hier zu Batwoman und Gotham Central. Da habe ich dann quasi das noch bekommen. Eine kleine Überraschung, sagte man mir. Und da klebte auch ein Post-it drauf. Ich guck gerade mal. Doch, den habe ich hier auch noch. Ich klebe den mal wieder auf und halte das mal so in die Kamera. Mir fehlt dieser Running Gag jetzt. Weil ich habe ja in meinen ganzen Videos zum Splitter-Katalog immer gesagt, ah, Mythen der Antike, da möchte ich ja auch noch mal reinschauen. Und habe es aber nie geschafft und auch irgendwie nie gemacht. Deswegen hat sich ja dieser Running Gag dann halt gebildet und gehalten. Und jetzt habe ich dann tatsächlich ein Band davon, Prometheus und die Büchse der Pandora. Den habe ich auch gelesen, natürlich dann direkt. Ne? Das war mir dann eine Verpflichtung quasi, das zu machen. So, das heißt, ich werde nie mehr sagen, dass ich da doch endlich mal reinschauen möchte. Vielleicht schade, vielleicht wird es der ein oder andere vermissen. Vielleicht kann ich das auch nochmal ummünzen. So. Ich kann dann sagen, der ein Band habe ich davon tatsächlich gelesen und ich würde gerne mal noch mehr lesen. Vielleicht kriege ich dann ja Leute davon nochmal überzeugt, mir dann noch weitere zu schicken. Aber auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und bei einer der Robin-Lieferungen, ich glaube, We Are Robin waren es, wurde mir das auch noch dazugelegt. Ein DC-Premium-Band, DC Premium 16, Superman und Batman World's Finest. Den habe ich auch noch nicht. Der sieht vom Artwork, also ich meine, man sieht es ja schon auf dem Cover und das Artwork sieht innen drin auch so aus. Ich kann mal was hier aufklappen. So, das sieht schon ziemlich cool aus, ne? Es hat halt so ein bisschen so einen 90er-Touch, ne? Das, so wenn man so Richtung 2000 AD oder so guckt, ne? Die Judge Dredd und Ähnliches aufgelegt haben, dann war das ja damals schon ein gängiger Style. Und deswegen bin ich da auch sehr happy drüber, dass der auch da mit reingepackt wurde. Das hat mich gefreut, weil den habe ich nämlich auch noch nicht, weil ich so zu der Zeit halt nicht unbedingt zurückgegangen bin. Der hat auch nichts mit dem Kanon zu tun, also den kann man schon mal so ein bisschen nebenbei lesen und der ist tatsächlich von Walter Simonson auch geschrieben. So, und damit bin ich dann jetzt mit den Comics auch durch. Manga gibt's, wie in den letzten Videos immer passiert, in einem Extra-Video für die Manga-Fans, damit die sich nicht mit Comics rumschlagen müssen. Wer beides gucken mag, kann natürlich beide Videos gucken. Und ansonsten wisst ihr, wenn es euch gefallen hat, Abo da lassen und auf die Glocke klicken, damit ihr über die nächsten Videos auch informiert werdet. Und ansonsten sind Kommentare und Daumen gerne gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.